tragische. Ah, da sehen wir sogar... ich kann ihn bewegen. Aber hier sehen wir sogar, die Menschen hier benutzen nur einen Platz. Ja, warte mal, dann kann ich den... Kann ich aufhören, den zu bewegen? Ja, so. Und den... Dann setzen wir ihn hier, glaube ich, rüber. Ich weiß nicht, was ist er? Ist er Fernkämpfer, Nahkämpfer? Sieht aus wie Nahkämpfer. Machen wir mal so. Ich hatte einen besseren Kampf als diesen gehofft. Sieh sie dir an. Das wird ein Massaker. Was hat er? Steinmauer. Stärke und Rüstungsschaden werden eine Runde lang blockiert. Nee. Wir greifen schon an. Ich könnte ihn direkt wegmachen. Ja. Erhöhen wir unser Ansehen. Bringt uns ja auch später noch was, soweit ich das jetzt verstanden habe. Dann gehen wir nah an ihn ran. Was hat er? Sammlung. Naja, Willenskraft brauchen wir derzeit auch nicht. Nee. Und da verwende ich auch keine Willenskraft. Lohnt noch nicht. Au. Oh. Aber jetzt kommen wir an ihn ran. Oh, für ihn könnte es aber ein bisschen schwer werden gleich. Der wird wahrscheinlich keinen angreifen können, außer wenn der sich jetzt doof hinstellt. Oh, er hat sogar auch keine Willenskraft. Doch, hat er wohl. Aber er kann die nicht einsetzen. Ah, jo, er kann sie wirklich nicht einsetzen. Machen wir mal so. Hat er irgendeine... Ah ja, der hatte das ja mit dem Wirbelwind. Ja. Oh, für ihn sieht es jetzt überhaupt nicht gut aus. Dann machen wir das mal so. Was hat er jetzt nochmal? Sammlung. Rasten. Oh. Ich dachte, man könnte das vielleicht mit Escape so wegmachen. Ich habe aber Angst, dann irgendeinen Angriff oder so zu machen. Ah. Da schicke ich ihn da raus. Er kann halt derzeit von allen angegriffen werden. Ich glaube, ich mache das so. Und erhöhe wieder seine Willenskraft. Er hatte ja zwei verbraucht. Er hat keine Fähigkeit. Dann hauen wir einfach mal drauf. Jo, der macht ja richtig viel Schaden. Jo, dann hau ihn weg. Zack. Ja, der kann nichts machen. Ah, die verstärken sich gegenseitig. Glaube ich. Sah gerade zumindest so aus, weil hier überall Schilde aufgeploppt sind, als der neben den gegangen ist. Oh, der. Jo! Einfach mal so eine Ultrafähigkeit. Ja, der hat so viel Leben verloren. So, dann machen wir den weg. So. Nee, weil dann treffen wir auch unsere. Ja, er ist besser. Oh, er hat ein Level abgekriegt. Also, denke ich mal, da stand drüber befördert. So. Dann müssten wir den ja jetzt auch wegkriegen. So, jetzt ist auch dieses letzte Überlebende aktiv. Nee. Der jetzt auch nichts mehr. Knüppel einfach mal drauf.
hätte auch Willenskraft einsetzen können. So, du musst dich jetzt einmal hierhin bewegen. Damit er nämlich drankommt. Zack. Sieg. Die Feinde... Beförderung. Und nochmal ein bisschen ansehen. Wir spielen das übrigens hier auf mittlerer Schwierigkeit. Wollte ich mal anmerken. Da sind sie. Verdammt, ich muss dieses Blut abwaschen. Eirik schaut aus den Fenstern der Halle auf die Bucht. Eine Flotte Langschiffe mit Segeln in kräftigem Rot und Blau nähert sich. Ein Banner ist mir vertraut, Vognir. Anwärter auf den Wahlsthron, als wir zuletzt gesprochen haben. Die andere Flagge sieht wichtig aus. Ja, wichtige Gäste. Siehst du, was mein täglich Brot ist? Ah, das ergibt mir schon mehr Sinn. Du hast gehofft, ich wäre daran interessiert zu sagen, hier ist alles wunderbar, wenn die königlichen Gäste kommen. Nicht ich, der Statthalter. Ich muss jetzt die verwesenen Leichen und die Berge von Eingeweiden aus der großen Halle kriegen, ehe sie reinkommen. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Worum geht's? Wenn du unsere Gäste unten an den Docks etwas hinhalten würdest, hätte ich nichts dagegen. Vielleicht tue ich das. Eirik und Valgard eilen aus der Metschenke. Menschenschenke, genau. Wo das Met verschüttet wurde. Zu seiner Ehre wirft Eirik dem Wirt etwas Silber wegen des Chaos zu. Du zuckst entschuldigend die Achseln und machst dich auf zu den Docks, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. So, da sind ein paar Schiffe. So ein, zwei. War eigentlich jetzt so durchgehend? Oder verschwinden die jetzt einfach so dahinter? Ja, scheint so, als würden die jetzt einfach so dahinter verschwinden. Aber dann gehen wir zu den Docks. Vognir. Ein vertrauter Wal betritt die Docks. Du erinnerst dich an... eine viel jüngere Version, die zielstrebig durch die Hallen von Grofheim marschiert ist. Götter! Ubin, du siehst ja antik aus! Das kommt vom Alter. Und wo Vognir ist, kann Hakon nicht weit sein. Ach nein. Da. Prest. Ne. Prest! Du den Armen und Dummen immer noch Tribut ab, alter Jox! In welchem Alter verliert man eigentlich sein Schamgefühl? Jorundre verlangt es. Mir ist es lieber, als in Grofheim zu versauern. Wo wir davon reden. Ich wusste nicht, dass du so weit von zu Hause weg bist. Ich bin eigentlich gerade aus Arberang zurückgekehrt. Und froh darüber. Hakon deutet auf die anderen Schiffe in der Bucht, deren Segel noch flattern. Ein goldener Wolfskopf auf rotem Grund. Der König der Menschen oder ein Stellvertreter? Der Welpe des Königs. Der Sohn des Königs Ludin. Weißt du, Schreiber? Wir besuchen seine Hauptstadt. Wir besuchen seine Hauptstadt, er besucht unsere. So schmiedet man heutzutage Bündnisse. Seine Stimme kriege ich, glaube ich, nicht nochmal hin. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Ja, Hakon. Hatte ich fast vergessen. Gut, dass du hier bist, Hakon. Okay. Dann geht ihr zurück nach Grofheim. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich in Strand fertig bin und selbst dorthin unterwegs bin. Wir sollten uns zusammentun. Sollten wir. Einen Tag noch. Unter besseren Umständen würde ich eine Woche feiern. Aber ach, bringen wir es hinter uns. Treffen wir uns morgen an den Toren. Ja, es gibt ja auch kein Met mehr, den man trinken kann. Der wurde ja verschüttet. Er versucht zu sagen, dass der Prinz eine Augenweide ist. Okay.
Wo ist Mokre? Okay. Wo ist Mokre? Harkon. Lass ihn einen Ort suchen, an dem er die Krieger unterbringen kann. Ich treffe mich mit dem Statthalter. Kurz nach ihm geht eine Gruppe Riesen. Einige erkennst du, andere sind dir fremd. Ich gehe dann mal Mokre suchen. Wir sehen uns morgen früh, Schreiber. Ich werde da sein. Ich glaube, ich spreche den voll böse. Vor allem schleidet auch mega die Stimme drunter. Naja, was tut man nicht alles? Der junge Prinz der Menschen schlendert von seinem Schiff. Er klopft sich die Tunika ab und überblickt mit halbgeschlossenen Augen den Strand. Ludin sieht genau aus wie jemand, der als Kind gerne Spinnen die Beine ausgerissen hat. Der lange Weg zurück nach Grofheim dürfte dieses Jahr interessanter werden als sonst, überlegst du. Ah ja, war wahrscheinlich so ein richtig verwöhntes Balg, was dann gerne in den Garten gegangen ist und irgendwelche Tiere gequält hat. Plötzlich fühlst du dich müde. Du kicherst darüber, wie seltsam der Tag war. Einer der Männer des Statthalters in der großen Halle könnte dir einen Schlafplatz suchen. Andererseits, wenn du morgen zu Vognirs Karawane stößt, kann es nicht schaden, noch etwas Met mit Harkon zu trinken oder dich dem Prinzen vorzustellen, von dem in so hohen Tönen gesprochen wird. Ah, okay. Quasi kann man jetzt, glaube ich, noch mit den beiden reden, bevor man hier halt in das Hauptding geht. Oder man geht halt direkt in das Hauptding und scheißt quasi drauf. Geh ich mal zu Harkon. Schreiber! Du findest Harkon umgeben von anderen Wahlen in der Metschenke. Es gibt immer Wahl in Strand, aber selten so viele. Harkon winkt dich herüber. Na, gleich an die Getränke? Vognir ist derjenige, der sich was zu trinken entgehen lassen wollte. Ich war sowieso nicht in die Halle des Statthalters eingeladen. Das Massaker hast du schon versäumt. Ich gehe jedes Jahr herum und ziehe Steuern ein. Jedes Jahr sind es die Menschensiedlungen, die Schwierigkeiten machen. Kein Wunder. Was war es denn diesmal? Ach, als ich herkam, stapelten sich in der großen Halle schon die Leichen. Wir haben noch ein paar hinzugefügt. Für einen Schreiber ist der dann schon ganz krass. Ha! Menschen, vermutlich wäre ich auch verzweifelt bemüht, was aus mir zu machen, wenn mein Leben so kurz wäre wie ein Joxfurz. Erinnert mich immer so an Jack. Wie so ein Jack. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt, Harkon. Harkon kichert verhalten. Was? Achso. Jeder Wal kennt seine Taten auswendig. Er ist berühmt für die Schneisen, die er im Zweiten Krieg an Vognirs Seite und seitdem immer wieder in die Reihen der Wüter geschlagen hat. Ja, die Wüter haben wir, glaube ich, noch... Ne, die haben wir noch nicht gesehen. Hier unten bin ich ein verehrter Leibwächter. Vielleicht hast du recht, ein weiterer Grund, nach Grofheim zurückzukehren. Bald genug, kann ich mir denken. Du trinkst, bis die Mietschenke erdrückend wird und gehst dann wieder an die frische Luft. Wenn ich mir jetzt so überlege, jetzt gehen wir einfach so halb besoffen zum Prinzen. Ah, der riecht unseren richtige Fahne riecht er jetzt. Bin ich hier richtig? Du findest den Prinzen in einem Gasthaus. Wachen umstellen das Gebäude, darunter auch ein Wal mit scharfem Blick, der offenbar für Ludin arbeitet. Eine Frau in Rot winkt dich schließlich herüber und bleibt mit verschränkten Armen in der Nähe stehen. Meinen Gruß, Prinz Ludin. Warte, wurde jetzt nicht gerade Frau gesagt? Eine Frau mit roten Haaren? War das jetzt ein Diss oder habe ich mich gerade einfach nur verlesen? Naja. Lassen wir es mal dabei. Ja, du gehörst zu Vognir. Ich erinnere mich nicht an dich. Eigentlich nicht. Ich kenne Vognir schon lange. Ich begleite euch mit meinen Wachen zurück nach Grofheim. Ludin blickt zum ersten Mal auf. Die Frau reagiert nicht. Ah, okay, es wird von einer anderen Frau gesprochen. Warum? Ich arbeite für den König. Ich bringe den Cent in die Hauptstadt. Wir haben uns zufällig getroffen. Oh, ein Steuereintreiber.
gute Gesellschaft. Was willst du? Ich wollte mich nur vorstellen, ich wollte mehr über dich erfahren. Ich bin ein Freizeithistoriker. Ich dachte, wir könnten über deinen Besuch reden. Ja. Machen wir mal dort. Ein Wahlhistoriker. Aha. Weißt du es noch nicht? Dein König und meiner haben es doch fleißig in den Städten herumtrompetet. Ich fürchte, ich war eine Weile unterwegs. Ludin seufzt tief. Ob er müde ist oder unleidlich, weißt du nicht. Vielleicht beides. Mich verwirrt das ständig, dass ab und zu die Maus verschwindet. Tut die das jetzt auch? Ja, jetzt ist sie weg. Wohl eher eine Formalität. Wugnir ist in unsere Hauptstadt Aberan gekommen. Und jetzt gehen wir in die Wahlhauptstadt Grofheim, um diese großartige Allianz für das nächste Zeitalter der Menschen und Wahl zu besiegeln. Du klingst nicht überzeugt. Das muss ich auch nicht. Und es ist verdammt kalt hier oben. Du hast den Eindruck, dass er sich bemüht, sich nicht offen zu beschweren. Du nutzt die Gelegenheit, dich zu empfehlen. Mann, es ist kalt hier. Ja, ich geh dann mal, ne? Tschüss. Die große Halle. Nee, wir haben einen Vorrat verloren. Morgens wirst du von einer Güterlieferung geweckt. Jedenfalls gehst du davon aus, dass es morgens ist. Schwer zu sagen, wenn sich die Sonne nicht bewegt. Das Wappen des Statthalters ziert die gelieferten Leder. Ah, es ist alles da wie versprochen. Zu deiner milden Überraschung. Du fragst dich, ob Eirik da die Finger im Spiel hatte. Plus 20 Ansehen. Wahrscheinlich, weil wir ihm die ganze Zeit geholfen haben. Deine Wachen bringen den Schatzwagen runter zu den Toren. Wugnir ist bereits dort. Darauf erscheinen Ludin und seine Männer. Erschöpft und derangiert. Was? Doch, derangiert. So. Mogre tritt vor, Wugnirs Quartiermeister, wenn du dich recht entsinnst, also zuständig für diesen schwerfälligen Kriegertrupp. Du kennst ihn nur vom Sehen. Er fragt, ob du startklar bist. Wir sind bereit. Du folgst Mogre und stößt zu den anderen. Üblicherweise reichen die kleinen Türen aus, die in großen Toren eingelassen sind. Doch die Stadtwachen wurden beauftragt, die Tore komplett zu öffnen. Sie murmeln dabei Dinge, die besser ungehört bleiben. Vielleicht hat der Statthalter erwartet, dass ihr viel Publikum anzieht, aber du siehst nur müde, frustrierte Leute. Der Anblick ist bezeichnend für den Strand insgesamt, findest du. Dann gehen wir jetzt los, würde ich sagen. Ja, ich sag ja, viel, sehr storylastig und viel Gerede, viel Vorgelese. Ja, ist halt das Game. Dann zwischendurch halt mal Kämpfe, wie man es halt gesehen hatte. Für den, glaube ich, ja, pro Tag ein paar Vorräte. Also für 66 Tage. Ja, ist natürlich dann dementsprechend, weiß nicht, ob es dann durchgehend spannend ist. Ich werde jetzt 2-3 Folgen aufnehmen und dann gucken, ob sich das aus meiner Sicht noch lohnt. Wie gesagt, mein Kanal ist ja auch noch erst am Anfang. Da kann ich ja noch nicht so viel Rückmeldung kriegen, wenn überhaupt. Ja, die Karawane macht für den Tag Halt. Ein Geschenk, sagt Mogre und öffnet ein paar Metfässer. Von unserem dankbaren Freund, dem Statthalter vom Strand. Fort Strand. Es vergehen einige Stunden voll rauen Gelächters, während der Met im Lager die Runde macht. Ja, ein bisschen trinken, viel trinken. Auf Wugnir! Auf Wugnir! Du hebst dein Gefäß und bringst deinen Trinkspruch auf das Bündnis von Wahl und Menschen aus. Die anderen fallen ein. Ludins Gesicht wirkt wie eine Steinmauer, aber die anderen lachen über deine Übertreibung und schließlich setzt du dich zu Wugnir. Ja, labern wir erstmal mit dem. Danke für deine Ansprache. Danke für deine Ansprache, lallt Wugnir. Ja, aber haben wir jetzt gar nicht getrunken? Ich dachte eigentlich, dadurch trinken wir jetzt richtig viel. Naja. Du musstest also
doch nicht zurückstehen. Morgra sei Dank. Ich dachte, der verdammte Statthalter hält nie mehr den Mund. Er hat seine gesamte Familiengeschichte zum Besten gegeben. Nein, hat er seine gesamte Familiengeschichte zum Besten gegeben? So, war eine Frage. Ups. Er hat es versucht. Dann sollte ich seinen Saustall aufräumen. Deinetwegen, wie sich zeigte. Ich hätte dir die Aufgabe auch übertragen. Götter, die Politik ist freudlos. Wo wir davon sprechen, was passiert denn nach dieser Angelegenheit mit Ludin? Hoffentlich kehrt der Junge nach Aberrang zurück, alleine. Und ich kann etwas Frust an den Wütern oder so austoben. Ah, der mag den anscheinend auch nicht. Der Gute. Sieht aber auch cool aus. Ich feier die Axt, die er hat. Und so die Konstellation. Naja. Du klingst schon wie Hakon. Du magst das Diplomatenleben wohl nicht. Haha! Fehlt dir das Kämpfen nicht, Ubin? Du trinkst deinen Met, statt zu antworten. Vognir lässt sich hängen und schüttelt den Kopf. Wüter töten macht keinen großen Spaß, aber dies... Ich vermute, dass dieser Unfug irgendeine Intrige der beiden Könige ist, um eine Art Erblinie zu schmieden. Früher sind einem die Krieger der Taten wegen gefolgt. Folgen sie dir nicht wegen deiner Taten? Tun sie es deswegen? Oder weil ich der Nächste in der Linie bin? Diese Linien werden trübe, alter Wahl. Sie waren schon immer trübe, Vognir. Vognir starrt Gedanken verloren ins Feuer, überlässt ihn seinen Überlegungen. Ja, verlesen steht bei mir auch hoch auf meiner Agenda. Du erhebst dich schweren Schädels. Das Lager ist von der Verlustigungen gezeichnet. Mogrit tritt bereits Krieger wach und du siehst Ludin auf dich zustapfen. Dabei um